letzter Anführer der Sowjetunion und Wegbereiter der deutschen Wiedervereinigung. Im Alter von 91 Jahren ist Michail Gorbatschow nach langer, schwerer Krankheit gestorben. Das teilte das Zentralkrankenhaus in Moskau mit. Gorbatschow, der die Sowjetunion von 1985 bis 1991 führte, gilt als einer der wichtigsten Staatsmänner des 20. Jahrhunderts. Er wurde im Westen hoch angesehen und gefeiert, war in seiner Heimat aber umstritten. An der Spitze der Sowjetunion stieß er mit seiner Politik von Glasnost und Perestroika, Offenheit und Umgestaltung umfassende Reformen in seiner Heimat an. Er setzte sich zudem unter anderem durch Abrüstungsverhandlungen mit den USA für eine Entspannung mit dem Westen ein und machte dadurch unter anderem die Wiedervereinigung Deutschlands möglich. Für seine Rolle bei der friedlichen Beendigung des Kalten Krieges wurde er 1990 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Im Westen wurde Gorbatschow als großer Staatsmann angesehen und mit dem Kosenamen Gorbi gefeiert. Viele Russen lasteten ihm dagegen den Zusammenbruch der Sowjetunion und das Chaos nach dem Ende des Kommunismus an. International löste die Nachricht von Gorbatschows Tod große Bestürzung aus. US-Präsident Joe Biden würdigte Gorbatschow als Mann mit außergewöhnlicher Weitsicht und Anführer, wie es ihn selten gibt, der die Welt sicherer gemacht habe. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bezeichnete Gorbatschow als Mann des Friedens, dessen Entscheidungen den Russen den Weg zur Freiheit eröffnet haben. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, Gorbatschow habe eine entscheidende Rolle bei der Beendigung des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs gespielt und den Weg für ein freies Europa geebnet.